Ja, genießt wir die Verwandlungsmusik von Eternal Sailor Moon und willkommen zu Sailor Moon Sailor Stars Fuwa Fuwa Panic 2. Codemo. Und Yaten. Ich mag Yaten. Atashi ni wa Atashi no Tatakau Ryu ga aru no Nozomu tokoro yo. Ja, wie auch immer. Bla bla bla. Warum auch immer Tuxedo Mask der Schiedsrichter ist. Ja, es ist dasselbe Spiel wie beim letzten Mal, nur mit anderen Charakteren und anderer Musik. Ach, der macht das von alleine, wenn man genug Punkte hat oder so. Boah, Chibi, Chibi, du sollst nicht immer nur ihr helfen. Hat eh nichts gebracht. Edge! Natürlich jetzt voll dumm, dass sie mir meine Sachen da klein macht, weil ich habe ja gar keine. Hallo. Ich wollte gerade sagen, also Sailor Moon hat trotzdem Schwierigkeiten, auch wenn Chibi Chibi da zu Hilfe kommt. Stahida. Wakatte, Sailor Moon. Atashi mo makerarenai wake ga aru no yo. Das ist cool, wir nehmen jetzt mal jemand anderes. Nein.
Mist. Passwörter, okay. Ja, wir machen das jetzt nochmal. Gucken, was das jetzt für ein Mode ist. Das habe ich schon wieder gegen Moon gemacht. Na, ist auch egal. Ich habe jetzt irgendeinen anderen Mode ausgewählt und dann nochmal irgendwas und oh Gott, die macht mir die jetzt alle klein. Ach Mann, warum denn schon wieder? Ja, schon platt. Ich verstehe diesen Modus nicht. Vor allem, warum kriegt sie direkt Sachen und ich nicht? Da kann die nämlich schon mal richtig schön vorlegen. Boah, das ist mir echt zu dumm, Leute, weil ich kann nichts machen. In diesem Mode scheint es so zu sein, dass man die Ballons nur kaputt machen kann, wenn man mindestens zwei derselben Farbe hat. Aber wie soll ich das machen, wenn die da drunter, wenn jetzt welche nachkommen und die da drunter alle klein sind? Tja, okay, dann nicht. Ich versuche nochmal was anderes. Wir machen das jetzt mal so herum. Mal gucken, was dann passiert. Im Aquarium, okay. Genau dasselbe. Die kriegen wieder viel eher die Teile als ich. Das ist ja nur fies, dagegen hat man ja gar keine Chance. Ja, warum kriege ich Ballons immer erst, wenn der schon zwei Reihen Vorsprung hat? Warum? Vielleicht, weil ich quasi auf seinen Vorsprung angewiesen bin, um überhaupt Ballons zu kriegen. Fünf, vier,
Ja, ist doch super, wenn der das einsetzt, ist man direkt im nächsten Move tot. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja, ihr Lieben, ich mache hier einen Schnitt. Das war's mit dem letzten One-Shot für diesen Monat. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem kleinen Sailor Moon Special gehabt. Und, ja. War aber sicherlich nicht der letzte One-Shot und wahrscheinlich auch nicht das letzte Sailor Moon Spiel. Also, wir sehen uns. Bis dahin.